What a beauty, the Mockwheel Basalt, ein wirklich tolles E-Bike All-Terrain, ist zwar ein bisschen wie ein Panzer, sehr solide gebaut, aber glaubt mir das, ich habe mich wie als gefühlt, als ob ich 16 wäre mit meinem Moped. Es ist schon ein ordentliches Teil, aber es gibt auch ein richtig tolles Fahrgefühl. Ich habe mich gleich wohlgefühlt. Hier ist der 500 Watt Motor, der in der Regel ja nur 250 abgibt und 500 nur in Spitzen, das sei wohl erlaubt. Wirklich, man merkt es bergauf, richtig klasse. Und das, weiß nicht warum, aber dieses Holzbrett hinten am Gepäckträger fasziniert mich immer noch. Ist einfach toll, Natur. Die 7 Gang Shimano Kettenschaltung out of the box. Es gab keine Probleme, die war korrekt eingestellt. Also nur zum Vorderteil, der Lenker ist schön breit, die Bremsen sind hydraulische Scheibenbremsen, also packen wirklich ordentlich zu. Das Display kann man leider hier nicht so gut sehen, aber glaubt mir, wenn ihr fahrt, ihr könnt es auch im Sonnenschein die Zahlen toll sehen. Spiegelt wirklich das wider, was ich an Informationen brauche. Eine Uhrzeit wäre natürlich noch cool gewesen, aber das nur so am Rande. Die Federgabel vorne kann man sperren, sprich entweder sie federt oder sie ist steif. Das hat einen Vorteil, bergauf vergibt man etwas weniger Energie, wenn man sie sperrt. Insgesamt ist der Lenker auch vorne, glaube ich, dreifach verstellbar. Und das Tolle war aber, ich habe ihn dran gemacht und es hat gepasst. Es hat gepasst. Kennt ihr das Gefühl? Es passt und gut ist. Und optisch, schaut euch mal das Teil an, das müsst ihr mal in Natura sehen. Richtig fette Holme, stabil, die Leitungen sind großteils innen im Rahmen verlegt, die Schweißnähte sind alle in Ordnung, der Gepäckträger, auch wichtig, hat Aufhängungen für die Seitentaschen schon da und zwar auch ein bisschen niedriger gestellt. So kann man, wenn die Taschen überfüllt sind, kann man sie immer noch sehr gut dranhängen, wenn man oben was drauf hat. Also ich finde es sehr durchdacht. Unten dann schaut zwar aus, als ob da drin ein Motor wäre in der Kurbelwelle, aber das stimmt so nicht, da ist die Elektronik drin. Da ist ein Drehmomentsensor drin, der einfach ein bisschen natürlicher das Ganze steuert, als wenn ihr das von einem normalen E-Bike nur kennt. Beim normalen E-Bike tritt ihr ja in die Kurbel und los geht's. Und da ist es etwas abhängig von der Kraft, die ihr investiert. Für manchen gut, für manche weniger gut, die Faulenzer müssen halt auf volle Stufe 5 stellen. Die geht ab, die Kiste, obwohl die wiegt glaube ich 36, 37 Kilo. Das ist auch bedingt durch den
super Samsung Akku. Der soll 100 Kilometer durchhalten. Das habe ich natürlich jetzt nicht ausprobiert. Es wird also ziemlich schnell 25 Kilometer erreicht. Und das wird auch sehr gut bergauf gehalten. Die Bremsen ziehen wirklich ordentlich. Ganz toll. Für uns Goldwäsche halt ideal, weil es sehr viel tragen kann. Die Taschen kann man super leicht einhängen. Die dicken Reifen, die kommen auch mal über Kies drüber. Das Fahrgefühl ist toll. Die Reichweite ist sehr groß. Und man fährt super gerne, finde ich. Fatbike zu Fatboy. Ja, in dem Fall passt's. Hallo meine Goldwäsche-Freunde. Hier mein neues Goldwasch-Bike. Ich habe das Basalt von der Firma Mockwheel bekommen und bin total happy drüber. Hat eine maximale Tragfähigkeit von 180 Kilo. Das betone ich jetzt mal ausdrücklich, weil das ist sehr nice. Da habe ich dann noch ein bisschen Spielraum, einiges mitzunehmen. Ein riesen Akku von fast 1 Kilowatt. Reichweite, je nachdem, 100, 110 Kilometer, kann bei mir natürlich auch ein bisschen weniger sein. Und in meiner Lieblingsfarbe. Nein, nicht grün, sondern blau. Und das werden wir jetzt mal zusammen auspacken, zusammenbauen. Und vielleicht machen wir noch eine kleine Probefahrt heute. Das Wetter ist nicht ganz so gut, aber der große Ausritt wird folgen. Hello my penny fans, see a few words in English. I become the e-bike from Mockwheel. The bike name Basalt. It can carry 180 kilogram. It's a 1 kilogram kilowatt akku. This maybe I can use it for about 100 kilometers to drive. This is my luggage and it's my favorite color, not green, it's blue. And together we will build it and maybe today a few meters drive, and the next days I will use it at the ESA to test it, and we will see. I'm quite happy. This is bike. I've heard very much about this bike. It's very reliable. So happy, nett. Also vielen Dank. Das werden wir jetzt auspacken, zusammenbauen, so wie es jeder andere auch kriegt. Und ich freue mich drauf. Here you can see, das ist mal Deutsch, also ihr könnt hier mal sehen, was mitkommt. Ihr werdet sehen, das ist ein very nice bike. Habe ich noch nie so gesehen hier. Also hier Schlüsselset. Eine Anleitung in Deutsch. E-Bike Pflegeanleitung. Also da muss ich sagen, ich schaue es mal alles blau an. I like. Mal
hier ein paar Kabelbinder. Stäubchen. Naja, das haben wir schon hinkriegen. Pedale. Und hier ein Licht. Gucken wir mal. Und es hat eine K-Nummer. K2085, wenn es interessiert. Also, das ist doch schon mal edelst Design. Das müsste das Ladegerät sein. Okay, Ladegerät 2,5 Ampere maximal, geht mit 54,6 Volt. Ah, da hat es 3 Ampere. Wie auch immer. Immer. Da muss man zur Seite stellen. Also hier linkes Pedal und hier steht die Richtung, wie man dreht. Sehr schön gemacht, würde ich sagen.